Hallo und willkommen zurück zu Moving Out. Mit uns Skillern, die jetzt nur noch Goldmedaillen absahnen, außer die nicht golden sind. Ja. Egal. Passiert. Die sind auf jeden Fall voll auf der kriminellen Schiene. Ja, so ein bisschen. Aber das ist unseren kleinen Toast-Ei-Koala-Umzugshelfern nicht ganz bewusst. Nee, wir moven so gerne mit Kisten hin und her. So ein bisschen, wir bewegen Kisten so. Ich habe gerade nebenbei versucht, den Zug zu entgleisen. Es geht nicht. Es steht felsenfest. Aber hey, wir haben es jetzt mal probiert. Okay. Für die Wissenschaft. Ach ja, Flammenwerferfabrik. Ja. Flammenwerfer. Wir sind on fire jetzt. Klingt das so gut? Es klingt schrecklich, aber es erinnert mich ein bisschen an Overcooked. Habt ihr einen Flammenwerfer zu Hause? Aus der Flammenwerferfabrik. Aus dieser. Ja, wer weiß. 28 Pakete müssen wir. 6:05. Das wird lange dauern. Ja. Aber wir können jetzt ja werfen, wir können Goldmedaillen machen und wir sind Zeugen. In einem Mafia-Fall. Keine Ahnung. Das ist irgendwie schlecht, wenn es unser letzter Auftrag ist. Diese Fabrik hat keine Notausgänge. Wir brauchen auch keine. Ziegelsteine können nicht brennen, uns wird also nichts geschehen. Aha. Ich glaube, wir können sterben hier. Ja. Mhm. Oh, scheiße. Oh, ich glaube, es kann auch sein, dass Sachen kaputt gehen können, ne? Mhm. An Feuer, an Feuer. Ja. Das sieht an Feuer und an Feuer. Sieht unsympathisch aus. Okay, warte mal. Ich glaube, diesen Hebel da oben, dann stellt man ja den Flammenwerfer um, ne? Ja, das ist vom Prinzip her wahrscheinlich. Ich glaube, wir müssen. Einer muss, glaube ich, perma hier stehen. Mach mal hier den Test. Geht da das kaputt? Alles. Die gehen kaputt. Die gehen kaputt. Okay. Wie kommen wir denn nach da? Warte, da kommt noch ein anderes Fließband. Warte mal. Hier. Ach. Was ist das? Was habe ich jetzt gemacht? Jetzt ist es grün. Aber was hat sich geändert? Warte mal hier. Leute. Ah ja, das ist. Ändert sich was? Hilfe! Wie funktioniert das? Das habe ich hier angemacht mit dem Schalter. Aber was ist der Unterschied zwischen Rot und Grün hier? Guck mal, der ist wichtig. Hilfe! Der Grüne, glaube ich, muss fahren, oder? Weil sonst fahren die Kästen nicht nach oben. Jetzt gehen sie oben kaputt, weil sie im Feuer landen. Oh je, warte mal, was ist denn mit dem Schalter hier? Ja, aber das Grüne hat überhaupt nichts geändert. Damit mache ich das aus. Oh nein, das ist ja voll gemein. Wir müssen zwei Schalter gleichzeitig bedienen, ne? Wir müssen den hier verdienen, den blauen. Guck mal, den blauen für den Flammenwerfer. Wieso blau? Was ist hier blau? Guck mal, hier, da unten. Ach so, da bist du. Unten. Den. Ja. Wir müssen den bei Petra für da oben. Wo bist du, Petra? Okay. Ich bin hier unten. Ich move, ihr macht. Ja, wir stehen einfach die ganze Zeit an den... Und die anderen Hebel, wofür braucht man die bitte? Ey! Ach, scheiße. Wir müssen... Was ist das denn? Oh nein, ich hab's wieder verkackt. Aber guck mal, da kommen unendlich Pakete aus. Heißt, wir brauchen gar nichts groß moven. Wir müssen einfach nur die Pakete. Ach so. Wir brauchen nicht alles moven. Aber hier ist Ach, scheiße. Ich verkack's volle Kanne. Es tut mir so leid. Alles gut. Ich bin einfach nur blind. Die kommen aber hier sind ja auch Couches und so. Braucht die sind egal, die sind egal, die sind egal. Das haben wir doch beim Flugzeug schon gelernt. Ja. Wir müssen jetzt einfach nur... Wir müssen nicht nur alles moven. Wir müssen einfach nur... Die Timings jetzt hier, also ich muss die Timings haben wir schon hier irgendwas hier durch? Ja, drei Stück. Okay, gut. Das wird. Okay, mein Toast kommt klar mit. Oh nein, jetzt habe ich auch einen versammelt. Ist kein Problem, ich habe viel mehr auf meinem Konto. Okay. Zack. Ach, fuck. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Jetzt. Wir machen das. Konzentrierte Schalter. Ja. Hallo, ich habe gedrückt. So und zurück. Ja. Wieder. Eigentlich ein ganz gechilltes Level, würde ich mal sagen. Also an sich, die Pakete zu kriegen, ist ja mega gechillt. Aber das ist halt echt. Aber schon die Abfuhr ist ein bisschen. Aber jetzt haben wir es raus. So. Ja, jetzt langsam, aber wir haben noch echt viele vor uns. Ja. Ja. Noch richtig viele hier durch. Und ich habe gerade wieder gedrückt. Manchmal will er nicht. Ich habe Angst, dass irgendwann keine Pakete mehr kommen. Kommen. Weil, ja, das Gefühl habe ich nämlich langsam, dass keine Pakete mehr kommen. Oh ja, ich sehe es. Und dann habe ich da sowas wie eine Couch. Ja, dann muss ich dir helfen, komm.
Ja, ich glaube, das war's mit der Einfachheit. Ach, shit. Ich schau mal, dass ich noch. Okay, da kommt noch eins. Das ist sehr. Das sind wahrscheinlich dann immer alle, die wir kaputt machen, auszusehen. Ja. Ja. Am besten ist es, glaube ich, wenn wir dann halt Sachen stapeln da vorne. Ja. Ja. Und dann müssen wir echt kontrolliert die alle wegbringen. Ich nehme immer die Tür dabei, ist die andere Türhälfte halt einfach nicht mehr da. Aber ich nehme immer genau die funktionierende Türhälfte. Nein! Ich habe wieder. Manchmal drücke ich meinen Controller nur so. Was? Wie drückst du deinen Controller? Es geht nur, wenn ich genau gerade nach oben und unten mache. Und okay. Manchmal mache ich so leicht schräg und dann. Das ist ja fies. Zack. Ja, es soll keine. Ja, ich glaube. Mach jetzt mal alle Einzelkisten und ja. Die zwei Kisten, die machen wir dann ganz kontrolliert. Ja. Ich hoffe wirklich, dass Springen das neue Sprinten ist. Das ist das erste Level, wo ich sagen würde, boah, ist schon leicht unnötig. Ach ja. Ich finde es an sich ziemlich witzig. Ich glaube, wir haben. Ich stehe die ganze Zeit und behebel und verscheiß die Timings. Das ja, ist so ein bisschen doof. Ich glaube, wir haben noch nicht die. Ich hätte abkürzen können. Wir alles stapeln sollen. Ja. Erstmal gemeinsam. Ja, und dann. Halt auf jeden Fall die Zweier. Dinge hätte man vorstapeln müssen, weil das andere ist halt so, wenn man alles vorstapelt, hat man keinen Platz mehr, sich zu bewegen. Ja, aber auch jetzt sind wir halt total unnötig. Ich beeil mich schon! Ja. Wir verschlafen noch ein paar Pakete hier gerade nebenbei. Hab ich eins verschlafen? Ja. Oh Gott. Ich hab bei Nora gerade unten geguckt. Guck nicht. Ich gucke nur auf. Ja, aber wenn ihr eins zerstört habt, müsst es ja wiederkommen. Ja, es respawnt wieder, aber es respawnt halt dann wieder genau da, wo du es hergeholt hast gerade. Das ist halt sehr normalerweise unmöglich. Kommen die doch, ich dachte, nein. Auf dem Fließband. Auf dem Fließband war, glaube ich, eine festgesetzte Menge. Ah, ja, ich sehe gerade den Respawn. Ja, das war ich. Petra bekennt sich. Ja. Schuldig. Ja, schuldig. Schuldig. Das gibt Abzüge beim Paketmover-Gehalt. Oh nein. Ich glaube, wir werden aber gar nicht bezahlt, weil Paketmoven ist ja our life. Ich glaube, wir machen das nicht. Ich hab's gedrückt! Es kann doch nicht! Ich habe gedrückt! Er hat schon wieder gepupst, ey. Ja, ich nicht, glaube ich. Oder wer weiß. Vielleicht war ich das auch, keine Ahnung. Du musst plingen, du bist ein Toaster. Können Koalas pupsen? Bestimmt. Dieses Paket macht nichts dramatisch. Kann ich es da wegnehmen oder macht es anders? Okay, ich dachte, es wäre auf irgendeinem Schalter oder so. Nee. Gibt's keine Schalter, gibt's nur doofe Hebel. Hey, was ist das denn? So. Jetzt habe ich nur noch Zweier-Kombinationen. Okay. Okay. Thank you. Na, da war noch ein Paket, was wir nicht gesehen haben. Oh, sorry. Nee, lass uns das doch alles sammeln erstmal. Ja, ich wollte es nur. Was tun wir hier? Wo? Petra? Ich dachte, wir stellen das hier. So. Ach, wisst ihr was? Was denn? Wir können ja hier auch einfach ausstellen. Dass es kaputt geht? Nee, das fährt. Echt? Kann man? Ja. Ah! Dann können wir. Oh mein Gott. Können wir Sachen hier so hinstellen? Mein Toast will keiner mehr essen. Und was macht der Hebel da oben eigentlich jetzt nochmal? Welcher der da? Die Geschwindigkeit beschreibt. Ich weiß es nicht. Ich habe euch ganz oft gefragt, ja, ob die Fließbandgeschwindigkeit. Oh mein Gott, ich bin zu nah hier dran. Oh, die ganze Arbeit für gar nichts. Die Fließbandgeschwindigkeit, ich stell die mal runter. Kann mir mal irgendjemand helfen? Ja, ich bin hier an diesem. Ja, das Ding ist, wir dürfen auch nicht zu viel gleichzeitig, weil sonst kriegen wir die Flammenwerfer nicht aus, ne? Ich war's. Bestimmt. Es ist ein schreckliches Aloha? Level. Irgendwie, lass müssen wir es werfen? Ja, lass mal schmeißen. Okay, gut. Ach nee. Ja, alles gut, geht wieder an eure Plätze. Ja, ich glaube, wir sollten jetzt. Okay. Okay. Ich habe die Fließbandgeschwindigkeit jetzt mal runtergestellt. Warte mal kurz, ich teste. Mhm. Okay. Achtung, jetzt kommen halt viele hintereinander. Du musst den Hebel Nora oben umlegen, ne? Welchen? Den da. Nee, den. Genau. Sorry, den habe ich nämlich umgelegt, das kannst du gar nicht. Jetzt fährt's los.
So, jetzt kommen aber viele, ne? Oh Gott. Ach Gott, ob wir das schaffen. Ich weiß nicht, ob das schlau war. Oh no. Das ist immer am Arsch. Es geht aber keins durch. Doch, das geht durch. Entscheide ich für eins. Also dieses Einser-Paket kann zum Beispiel ohne Stress... Oh. Ja, so ist echt ohne Stress. Aber... Ja, deswegen war es ja, nicht so, alle da jetzt war. Schon drauf zu tun. Warte, ich komm kurz. Wir haben E-Bronze. Okay. Ja. Das ja. kleinste Paket hat es überlebt, oder? Ja, aber... Okay, großartig. Und gleich da die Couch drauf. Jedenfalls also wirst du noch gebraucht? Gerade? Jetzt nicht mehr. Ja, dann stell vielleicht mal das Tempo nochmal wieder hoch. Dann da Achtung, ich stelle das Tempo jetzt um. Ich komme hier nämlich nicht um. Ah. That was close. Holy shit. Das habe ich gesehen. Gott. Hilfe, okay. Hilfe. Hilfe. Ja. Ja, warte, ich muss hier kurz das nächste Ding durchleiten. Stimmt, ja, ja. Okay, ich bin bereit. Oh mein Gott, das ist ja richtig schnell. Ja, aber dann geht's auch schneller. Okay. Okay, ich helfe dir beim Pass. Ja! Nur noch zwei, oh mein Gott. Zwei noch. Achtung, werfen. Oder ablegen oder irgendwas. Werfen, so. Okay. Aber ehrlich gesagt, wofür soll man dann... Aber ehrlich gesagt, das verwenden? Ja, mach's aus. Ich verstehe es nicht. Werfen, werfen. Ja. Okay. On your marks. Go. Yes. Und so. Jetzt echt aufs Timing aufpassen. Getroppt. Okay. Kommt. Es schießt durch. Ich hab gedrückt! Ich schwöre! Wieso hat er jetzt wieder nicht reagiert? Kommt ein Sofa. Ja, nein! Ich hab dieses Kackding! Drück nochmal. So, manchmal? Jetzt haben wir hier noch mein Fass. Okay. Dieses Fass einfach, oh mein Gott. Das ist Level ist so. Eine Katastrophe. Entweder ansetzen oder abwerfen. Upsi, du! I need help. Ich brauch Hilfe, Nora. Ach so, ich dachte, ich wäre du. Du bist blau. Ihr macht das toll. Seit 20 Folgen, keine Ahnung. Das Fass ist auch blau seit 20 okay, Folgen. Jetzt. So, konzentriert euch bitte, ich will dieses Level nicht mehr spielen. Komm, das ist dieses Scheißfass. Okay. So, jetzt macht's richtig. Ich will dieses Scheißfass nicht nochmal anfassen. Okay. Okay, Timing. Timing. Oh, oh mein Gott. Das ist ja. Jemand macht sich mit all dem Zeug des Geheimnisses vollen Kunden davon. Ich bin kein Furz geworden, um zuzusehen, wie jemand das Umziehen für Böses einsetzt. Wir müssen sie aufhalten. Hä? Wir helfen denen, die Sachen rauszutun und dann sind wir so online. Okay, Leute. Oh, es ist ein schreckliches Level. Okay. Wir hätten fast nicht mal Bronze bekommen. Ja, ich weiß. Dann trümmere die Couch ja immerhin. Aber wieso zum das Beispiel, ich verstehe noch nicht, wieso gibt es da dieses Wegfeuer-Ding bei dem Hochfahr? Um Ärgern, damit du, falls du aus Versehen auf den Button drauf gehst, wahrscheinlich. Alle deine Sachen. Ich habe keine Lust mehr auf dieses Level. Nee, wir lassen es jetzt erstmal. Ich habe keine Lust mehr auf diese Folge. Also. Nein! Wir sind hart traumatisiert. Unsere Teamarbeit und positive Einstellung haben nicht genügt. Glaub mir nicht meinen Text. Sie sind nicht entkommen. Unsere Teamarbeit und positive Einstellung haben nicht genügt. Ich denke, sie sind dass entkommen. Ich du wärst. Wir müssen Charaktere tauschen. Teamarbeit und positive Einstellung genügen immer. Los, folgt diesem Zug. Können wir dich auch rein? Mein Gott. Okay, nee. Aber es ist trotzdem sehr interessant. Ja, okay. Wir haben heute unsere positive Einstellung verloren.
Ich kann gar nicht fragen, was wir besser machen sollen. Man muss uns, glaube ich, einfach austauschen, damit es besser wird. Ja, ja. Aber bei dem Level auf jeden Fall. Nee. Ich werde es nicht weiter. Aber wir hätten wahrscheinlich gemeinsam erstmal die Sachen hin. Aber das haben wir ja auch probiert. Dann kommen die Sachen viel zu schnell. Keine Ahnung. Was hätten wir anders machen sollen? Ja, was vielleicht sind eure Vorschläge? Die Abstände. Zum Beispiel. Ja, ja. Keine Ahnung. Sagt so. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.